Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe gerade per PN wieder eine Zuschauerfrage bekommen, die ich mal ganz schnell beantworten will, weil es ziemlich einfach zu beantworten geht. Also, der Zuschauer möchte gerne wissen, wie ich meine Weißblenden erstelle. Das heißt, wenn ich meistens so einen Schnitt mache, mache ich ungern harte Schnitte. Ich mache meistens Überblendungen und ich für meinen Fall mag die Weißblende. Jetzt zeige ich euch mal zwei Möglichkeiten, wie ihr eine Weißblende erstellen könnt. Die eine Möglichkeit ist in Magix, die ist standardgemäß in Magix verbaut. Und die andere Möglichkeit ist eine Art selbstgebaute Möglichkeit von mir, die in jedem Schnittprogramm funktioniert, was mehrere Spuren unterstützt. Und das dürfte eigentlich fast jedes Schnittprogramm sein. Schauen wir erstmal auf meinen Monitor. So, hier habe ich jetzt eine x-beliebige Videospur liegen und hier würde ich jetzt meinetwegen an dieser Stelle gerne einen Schnitt erzeugen. Ich schneide hier mein Video durch und schneide es hier durch und entferne das Mittelteil. Jetzt schiebe ich diese beiden Teile zusammen und habe somit einen sogenannten harten Schnitt erzeugt. Da ich den harten Schnitt nicht so mag und das ein bisschen unangenehm manchmal wirkt, arbeite ich gerne mit einer Weißblende. Die könnt ihr in Magix auf zwei Wege installieren. Und zwar einmal, indem ihr hier auf Blenden klickt und hier die Weißblende sucht. Die ist dann meistens unter den Standardblenden zu finden. Hier hätten wir sie, die Weißblende. Und wir ziehen sie einfach in unsere Blende hinein. Das heißt, wir schieben unsere Videos übereinander und ziehen hier die Weißblende hinein. Ein anderer Weg, der mir etwas lieber ist, ist, wir stoßen einfach die Videos hier aneinander, klicken hier auf dieses AB-Symbol mit der rechten Maustaste drauf und da haben wir dann auch verschiedene Blenden aufgeführt. Hier steht jetzt bei mir die Weißblende, das hat aber damit was zu tun, da ich viel die Weißblende verwende und Magix merkt sich sozusagen meine Lieblingsblende und die steht an dieser Stelle, wäre dann die Weißblende. Wenn sie hier nicht aufgeführt ist, klickt ihr einfach hier auf weitere Blenden und kommt dann hier oben in das Menü. Wenn ihr die Weißblende einmal ausgewählt habt, ist sie dann standardgemäß immer hier zu finden, bis er wieder eine andere Blende verwendet. Das wäre jetzt die einfachste Variante, in Magix eine Blende zu verwenden. Jetzt nehmen wir aber mal an, ihr benutzt dieses Programm nicht und habt keine Weißblende vorhanden. Ist es auch kein Problem. Ihr öffnet ein x-beliebiges Grafikprogramm. Scheißegal, ob sauteuer oder ganz billig, GIMP, egal. Vielleicht auch kostenlose Programme. Und erstellt einfach ein neues Objekt. Dieses neue Objekt sollte vorzugsweise in Full HD sein oder in der Auflösung, in der ihr arbeitet. Ich arbeite in Full HD, also gebe ich hier ein, Breite 1920, Höhe 1080. Die Auflösung ist hier gar nicht mal so wichtig, die lasse ich stehen, wie sie ist und bestätige das mit OK. Dieses neue Objekt füllt ihr entweder mit der weißen Farbe oder in meinem Fall ist es schon weiß. Wenn es nicht weiß ist, geht ihr einfach in die Fülloption. Da schaut ihr mal, wo das in eurem Programm ist. In Photoshop findet ihr das hier drüben unter dem Radiergummi. Einfach mal mit der rechten Maustaste draufklicken und hier die Fülloption oder das Füllwerkzeug wählen, die weiße Farbe wählen mit eurer Pipette und dann einfach den Bereich weiß füllen. So, jetzt haben wir eine Full HD weiße Fläche erstellt. Und diese Fläche speichern wir nun einfach als, sagen wir einfach mal, JPEG oder BNG. Was euch da beliebt, das muss halt euer Schnittprogramm dann auch öffnen können. Also wäre JPEG wahrscheinlich die sinnvollste Lösung, also speichern, unter. Und hier geben wir einfach unseren Namen ein, je nachdem wie wir es nennen wollen. Mal weiß, wählen das Format, wir haben ja gesagt, wir nehmen JPEG und speichern das ab. Okay, jetzt schließen wir unser Bildbearbeitungsprogramm, öffnen die Datei. So, ich habe jetzt hier meine Weißblende im Explorer liegen, ziehe sie einfach in die zweite Spur unter oder mehr zu sagen über das Video. Das ist Videoschnittprogramm abhängig. Bei manchen Programmen ist die höchste Spur die Primärspur, bei manchen anderen Programmen die tiefste Spur. Da müsst ihr ein bisschen schauen. Also nehmt die Spur, die vor dem Video liegt, sodass es überlappt oder mehr zu sagen über dem Video liegt. Haben wir jetzt hier gemacht und wir sehen, jetzt haben wir nur eine weiße Fläche. Diese weiße Fläche schieben wir jetzt auf die Größe, wie wir sie haben wollen. Eine Sekunde, zwei Sekunden, fünf Sekunden, je nachdem, wie lang die Blende sein soll. Und blenden sie bis zum Schnitt ein und ab den Schnitt aus. Und wenn ich jetzt das Video abspielen lasse, habe ich hier jetzt eine Weißblende gehabt. Wenn die mir jetzt ein bisschen zu lang gewesen ist, kann ich die ja einfach hier variieren und noch ein bisschen kürzer, kleiner machen, je nachdem, wie ich sie möchte. Nochmal. Zack.
und wir hatten eine schöne Weißblende. Wir können die auch ganz kurz machen, wie ich es gerne in meinen Videos praktiziere. Ich habe dann einfach nur wie so ein Augenaufschlag, ein ganz kurzes Weiß drin. Einfach wieder abspielen. Zack, kurze Weißblende. Und weiter geht's. Also das wären zwei Möglichkeiten, oder man sagen drei Möglichkeiten, eigentlich eine Weißblende in euer Video einzufügen. So, ich hoffe, ich konnte deine oder eure Fragen beantworten. Das war's heute von meiner Seite. Also dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.